Principesca Roccia di Strizzi da Vienna. Und das heißt? Fürstlicher Strizzi-Rock aus Wien. Strizzi-Rock ist Hardrock, so wie wir alle vier eigentlich das gerne hören und immer schon gehört haben. Metternich hat auch was Adliges an sich. Unsere Musik ist sehr fürstlich, würde ich mal beschreiben. Metternich beschreibt uns auch ein bisschen in der Form, dass Metternich mit seinem Wiener Kongress die Leute zusammengebracht hat. Das wollen wir mit unserer Musik versuchen. Gepaart mit dem Wiener Schmäh, mit wienerischen Texten. Diese Kombination ist fürstlicher Strizzi-Rock. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Gamsen kaufen, hier und jetzt und nun. Ich zeige meine Telecaster drüben auf der Wand. Ich hol sie nur schnell runter und schon hat das in der Hand. Das normale Missverständnis einmal aufzuklären, also zu beseitigen, das ist weder eine Ratte noch ein Känguru oder was auch immer. Das ist ein Koala-Bär. Der Koala ist ein Tier, das den Rock'n'Roll verkörpert. Der schläft den ganzen Tag und dann, wenn er mal wach ist, dann macht er nur sinnvolle Sachen. Also Essen, Trinken, Rock'n'Roll. Der ist ja auch ein bisschen vom Aussterben bedroht. Wie auch der Rock'n'Roll in Österreich hat man manchmal das Gefühl. Und das wollen wir natürlich verhindern. Ja, und der Koala-Bär ist unser offizielles Wappentier, wenn man so sagen darf. Also wir sind ja als Adlige. Zumindest tun wir so. Also unser Debütalbum Geschichteldrucker ist eine Melange. Genauso wie eigentlich Wien selber. Wir haben von Hardrock-Nummern bis Pop-Songs eigentlich alles mit wienerischen Texten und Schmäh verpackt. Wo das Album Geschichteldrucker fertig war, das war wie, wow, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Es war so viel Arbeit dahinter und die Vorfreude war einfach schon so irrsinnig groß, bis das Ding endlich da ist und wir es in der Hand halten können. Freddy Krüger, wenn ich ein paar Nummern nennen darf von unserem Album, da geht es um Schnorrer. Manch einer möge behaupten, aus unserer Band, in unserer Band gibt es auch ein paar Schnorrer. Wer könnte dir, was finster wird und bleibt bis in der Früh? Er holt immer an, Mörder durch und sperre über zu. Der Karlen ist fürstlicher Strizzi-Rock aus Wien. Er jongliert gerne mit Worten und da kommt manchmal was ganz Lustiges dabei raus. Der Koala ist ein virtuoses Tier. Er ist der Musiker, er ist der Komponist, der Freigeist. Der Dr. Hubert, oder Doc, wie wir noch nennen, ist hauptverantwortlich eigentlich für unsere Texte. Der Zenz ist der Effizienzzenz. Also ohne den läuft vor allem technisch einmal gar nichts. Ja, eigentlich ist der Doc unser Raunzer. Deswegen hat sich bei uns auch ein bisschen der Spruch etabliert, ohne Raunzen, haben wir gesagt. Ich fürchte den ganzen Staat her, Herr Fredrik Krüger. Unsere Lieder erzählen Geschichten. Über den schieren Winter in Wien, das Autofahren in Wien. Daheim mit Pinguin und schlechte Rosse aus meinem Wien. Ein Wiener ist ja ein sehr interessanter Mensch natürlich, also ein sehr interessantes Individuum. Nämlich der Wiener grandelt sehr gerne, nicht wahr? Es gibt so Themen, die Leute aufregen. Und das nicht irgendwelche Leute, sondern alle in Wien. Ich fahre oft mit meinem ganzen Krempel, mit der Gitarre, Verstärker, alles drum und dran mit dem Auto in Wien herum. Also wenn du mich fragst, welche Erlebnisse ich mit der Band habe, also ich stehe sehr, sehr oft im Stau. Am Gürtel geht nichts weiter hat, und es fahren lauter Deppadulet. Aber auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch, neben dem Sudern, dem Beschweren, eigentlich auch das Leben zu genießen und auch das in unseren Songs zu verpacken und in unseren Videos darzustellen. Warum nicht einfach leben und machen, was da taugt? Du musst dich nicht verstehen, hör ich zu, was ich da so. Ich glaube, Metternich ist eine Band, die einen sehr engen Bezug zu den Fans hat. Ja, und Fans sind eigentlich das Wichtigste für uns, weil das sind auch die, für die wir die Musik im Endeffekt machen. Wir interagieren ja auch sehr oft mit unserem Publikum, nicht nur live, sondern auch auf Social Media. Und da kommen oft Kommentare, mit denen man selber nicht rechnet. Und dann denkt man sich, ah, aber da muss ich mir jetzt eine besonders strizihafte Antwort ausdenken. Damit. Also jeder Strizi-Rocker da draußen fühlt sich jetzt angesprochen, ist jetzt leiwand. Ja. Wenn Metternich eine Speise wäre, wäre es eine wienerische Speise. Und ich glaube, es wäre Beischl. Man nimmt aus unterschiedlichen Resteln und macht einfach das Beste draus.